Kleiner Tiger ist ja mal was Niedliches, wa? Wenn man den zu Hause hat. Aber was ist denn, wenn man mal den ganzen Tag außer Haus ist? Und der Kleine hat ja auch Hunger. Dafür habe ich jetzt mal was und das stelle ich euch jetzt mal vor. Und zwar haben wir hier mal zwei Gerätschaften besorgt. Das eine ist so ein Wasserbrunnen, da kommen wir gleich zu. Fangen wir mal mit dem Gerät hier an. Ja, passt schön auf, geht um dich hier. Das ist so ein Futterautomat. Wenn man jetzt wirklich mal länger außer Haus ist, also sagen wir mal so einen ganzen Tag, dann kann man dieses Gerätchen hier praktisch als Büchsenöffner benutzen sozusagen. Also wenn ein Herrchen nicht da ist, dann macht man das im Vorfeld und kann dann dieses Gerät dafür benutzen. Wir machen das mal auf. Das Ganze sieht so aus. Wir haben hier erstmal diesen Einsatz, wo wir schön das Futter drin machen können. Nassfutter wie auch Trockenfutter natürlich. Für die heißen Tage, wenn das, sag mal, jetzt Sommer ist oder was, sind hier Kühlakkus drin. Die kann man dann einfrieren im Kühler. Und dann kann man das Futter praktisch noch kühlen, dass das auch nicht schlecht wird. So, hier ist eine Uhr verbaut. Da hat man jetzt vier Fütterungszeiten praktisch. Da gehen wir jetzt einfach mal in eine Zeit drin. Warte mal, hier in die oberste machen wir mal. Und die können wir jetzt mal stellen. Wir haben das jetzt 18.26 Uhr. Dann machen wir hier mal 18 Uhr. Einmal weiter und geht der so schnell. Ach so, richtig. Das geht nur in 10er Schritten. Also sprich 18, 18, 10, 18, 20, 18, 30 und so weiter. Machen wir mal 18, 30. So, das ist jetzt programmiert. Dann brauchen wir mal hier gleich Futter. Machen wir jetzt hier einfach mal rein. So, und dann haben wir hier eine Markierung. Man kann dann praktisch mit 0 anfangen, wenn man jetzt vom Tag aus geht. Also 0 wäre dann praktisch hier. Wir wollen das ja jetzt simulieren, also machen wir mal das nächste Fach. Wäre jetzt die vierte Nahrung. Hier haben wir ja eine 4 jetzt auch dran. Also man kann sich das dann so sortieren, wobei das im Grunde egal ist. Man muss sich nur merken, welches Futter man gibt, wenn man jetzt hier ein Nassfutter drin macht und hier das nächste Trockenfutter, muss man das so einstellen, was man ihm als erstes praktisch zukommen lassen möchte. Ne? So, jetzt werden wir hier mal den Deckel drauf machen. Zack. Und ja, dann sehen wir gleich mal, was passiert. So. Mal hier unten hinstellen. Ja, Mausel, noch ist nicht so weit. Ist noch nicht 18.30 Uhr. Muss noch einen Moment warten. Geht aber gleich los. Ja, brav, wie er es wartet er auch. Natürlich ist es dann der Überraschungseffekt. Er weiß ja im Grunde im Vorfeld nicht, dass das so ist. Und wenn er dann, sag mal, draußen rumtont oder vielleicht auch in der Wohnung ist, dann wird er irgendwann Hunger bekommen und wenn man die Zeiten dann so einstellt, dann sollte das doch so funktionieren. Oh, Nanu, was zu essen? Naja, die Überraschung hält sich in Grenzen. Hast wahrscheinlich Nassfutter erwartet. Ja, aber theoretisch, so ist der Trick. Also man macht da wie gesagt alle drin und man frisst da am Liegen, das ist ja auch schön. Ich dachte, gefällt dir, war schön im Liegen gegessen. Ja, ja, ich habe ja auch gerne Frühstück am Bett. So,
Jo, das war die Geschichte. Jetzt gucken wir uns mal das andere Gerätchen an. So, und zwar das zweite Gerät ist jetzt hier so ein Wasserspender. So, ich habe den hier schon mal ausgepackt. Das ist also nichts weiter als wie ein Kunststoffbehälter, wo eine kleine Pumpe drin ist. Da ist ein USB-Stecker dran. Den haben wir hier. So, und Hintergrund ist ja, Katzen trinken ja ganz gerne aus Pfützen, aus Teichen und so. Aber am allerliebsten trinken sie ja gerne aus fließenden Gewässern. Und der Trick soll jetzt hier eigentlich daran sein, dass man sagt, okay, wenn das hier so ein sprudelndes Wasser ist, da gehen sie dann eher mal ran, als an so einem stehenden Napf, so wie da unten. Den hat er jetzt schon wieder fast verschüttet, ist schon wieder alles nass daneben. Da trinkt er einfach nicht raus, ja. So, und wie gesagt, das ist der Trick. Jetzt bauen wir das mal kurz zusammen. Da gibt es hier noch so eine Filterchen, so eine Wasserfilter, die macht man hier rein, damit das noch ein bisschen gefiltert wird, das Wasser. Machen wir hier mal fest. Dann kommt der Deckel hier oben drauf. Dann ist hier dieser Pilz. Den machen wir hier oben drauf. Zack. Jetzt hole ich mal ein Netzteil. Dann stecken wir das Ding mal rein. So, und dann fängt das Ding hier lustig an zu sprudeln. Und soll ja der Katze eben die Lust am Trinken ein bisschen schmackhafter machen. Ja, er ist jetzt nicht so derjenige, der da gerne rangeht. Jetzt hat er schon den halben Automaten wieder durchs Zimmer geschoben. Das ist ein kleiner Nachteil von dem Automaten. Wenn du eine kräftige Katze hast, dann schiebt er das Ding einfach durch die Gegend. Ne? Manchmal benutzt er auch die Pfoten, um zu fressen. Aber manchmal einfach nur die Schnauze rin und dann schiebt er halt durch die Gegend. Ist halt eine ziemlich tiefe Öffnung. Ja, den Brunnen, wie gesagt, den nimmt er nicht so wirklich an. Wir können es ja noch mal probieren, aber ich glaube, er hat da nicht so den Bock drauf. Wir probieren das mal. Nur hier. Also wie gesagt, vielleicht macht er das, wenn man mal nicht hinkiegt, dass er da rangeht. So findet er das Ding jetzt einfach nur egal, ob er da ist oder nicht. Gut, das war die kleine Vorstellung von den Helferlein, wenn man so einen kleinen Stubentiger seinen eigen nennt und nicht immer da sein kann für ihn, weil man ja auch mal arbeitet oder so, dann kann man so sich der Technik mal zunutze machen und sowas einsetzen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Trinkst du noch einen Schluck? Das war's.